Mein Name ist Jörg Cezanne. Ich bin Mitglied des Deutschen Bundestages und arbeite in den Ausschüssen für Verkehr und Finanzen. Ich bin gelernter großen Außenhandelskaufmann und habe danach auch noch ein Studium der Betriebswirtschaftslehre und der Soziologie absolviert. Ich bin 63 Jahre alt, nicht mehr verheiratet und habe eine erwachsene Tochter. Mein Ziel ist es, dass niemand in Deutschland Angst haben muss, in Armut abzugleichen. Dazu müssen die Löhne erhöht werden und auch die Renten. Die Linke will erreichen, dass jeder bei Armut, bei Arbeitslosigkeit in der Rente mindestens 1.200 Euro im Monat zur Verfügung hat. Die Klimakatastrophe lässt sich abwenden, wenn die Wirtschaft vollständig auf klimaneutrale Produkte und Produktionsweisen umgestellt wird. Am Ende werden dadurch sogar mehr neue Arbeitsplätze entstehen, zum Beispiel im öffentlichen Verkehr, als alte wegfallen werden. Finanziert werden kann all das mit einer Steuer auf große Vermögen. Alle, die mehr als 1 Million Euro besitzen, zahlen für diesen Teil ihres Vermögens eine jährliche Steuer. Damit ließen sich all die Ausgaben finanzieren, die für die Gemeinschaft und uns alle wichtig sind.